Wir möchten gern ein Buchprojekt vorstellen und von der Community etwas Feedback oder vielleicht Anregungen kriegen. Wir haben jetzt heute gesehen, es gibt sehr viele gute Gründe, Open Source in der Schule einzusetzen. LearnStick ist ein tolles Produkt mit vielen, vielen Applikationen. Wir wollten eigentlich mit diesem Problem hier anfangen. Als Neukommer, jetzt haben wir jetzt diesen blauen Bildschirm von Debian und die Frage jetzt, okay, was mache ich jetzt damit? Wo ist der? Es hat sehr viele gut ausgewählte Anwendungen auf LearnStick. Die haben alle sehr, sehr offensichtliche Namen. Da sieht man sofort, welche Applikation für was zu gebrauchen ist. Weiß nicht, vermutlich kennt ihr einige davon, aber ich weiß nicht, wer den Preis für den wenigsten offensichtlichen Namen verdient hat. Soll ich übernehmen? Okay. Also wir haben aufgrund dieser Ausgangslage die Idee gehabt, wir müssten irgendwie einen Leitfaden haben, der Einsteigern hilft, sich in diesem System grundsätzlich zurechtzufinden, einerseits. Und andererseits haben wir gedacht, Tutorials gibt es genug, brauchen wir nicht zu schreiben. Leitfaden müsste zum Ziel haben, dass ich beim Lesen aus meiner Frage heraus Konzepte kennenlerne und aufgrund dieser Konzepte dann im Stand bin, entweder weiter zu recherchieren oder direkt ein Tool zu finden. Auf Linux oder allenfalls auch auf einem anderen System, weil ich eben weiß, was brauche ich und was brauche ich für ein Tool und was muss das Tool allenfalls können. Als Zielpublikum haben wir grundsätzlich eben Linux-Einsteiger uns ausgedacht, Anwender von LearnStick, weil wir das Ganze an LearnStick aufknüpfen. Und das hauptsächliche Zielpublikum vom Alter her sind so Lernende ab 6 Stufe 1 und von da auf bis wo auch immer, alle anderen eben. Konkret sieht das so aus, als Zentrum die Frage, was will ich tun? Und wir haben zuerst uns mal überlegt, was könnten so die Arbeitsfelder sein, wo man sich drin bewegt als Computernutzer und haben die Felder mal definiert, die ändern sich vielleicht noch. Und grundsätzlich wollen wir dann so vorgehen, von der Frage zum Konzept. Die Terminologie, die richtige, wollen wir grundsätzlich mitgeben, damit man eben auch zielführend recherchieren kann. Oder man kann auch direkt einen Weg finden zu einem entsprechenden Tool, wenn man schon weiß, was man will und was das Tool anfalls können soll und eben dann, wenn man will, auch weiter suchen, weiter recherchieren. Das erste Kapitel, wir haben uns für Publizieren und Illustrieren entschieden, sieht ungefähr so aus, also Mitte wieder die Frage, ich will etwas publizieren, dann haben wir so die Unter- oder Teilkonzepte und daran angeknüpft, ausgewählte Applikationen, die auf LearnStick installiert sind. Das Ganze ist online verfügbar, also das ist unter linuxnavi.org, können Sie das sich ansehen und downloaden. Und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen von Ihnen, wenn Sie wollen. Kontaktadresse finden Sie auch auf linuxnavi.org. Das Ganze ist dann noch eine Baustelle. Wir wissen noch nicht ganz, in welcher Endform das Werk herauskommen soll. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es verlegen, wie wir gewisse Dinge, die dann eben auch Kosten verursachen, finanzieren. Die Idee ist, dass das Ganze unter freier Lizenz erscheinen soll. Ja, wenn sich jemand unter Ihnen befindet, die Linux benutzen, vielleicht gibt es das, ich weiß nicht, entweder selber für sich oder im Unterricht oder wie auch immer, oder sich in einem dieser Arbeitsbereiche gut auskennt. Wir sind froh um Feedback, um Tipps, auch in Bezug auf das Projekt selbst. Also wenn jemand schon Erfahrungen hat mit dem Schreiben von Büchern und solchen Werken. Wir sind nachher noch da oder eben online erreichbar. Gut, danke fürs Zuhören.